Der dritte European Digital Identity Roundtable, kurz EDIR, brachte erneut rund 50 Vertreterinnen und Vertreter des Europäischen Parlaments, der Ministerien der Mitgliedstaaten sowie Anbieter und Nutzerinnen digitaler Identitäten zusammen. In diesem Jahr fand der EDIR unter der Schirmherrschaft der tschechischen Ratspräsidentschaft in der ständigen Vertretung der Tschechischen Republik bei der EU in Brüssel statt. Der im Juni letzten Jahres von der Kommission vorgelegte Vorschlag für die Schaffung einer europäischen digitalen Identität ist für die tschechische Ratspräsidentschaft von großer Bedeutung. As you may know, the issue of EID has been always very high on the agenda of the Czech presidency and the ambition has not changed. So we still hope that we'll be able, thanks to good work of our attachés, diplomats, but also politicians, to be able to harvest common agreement among the member states in December at the Telco Council. So this is the overall aim that has not changed. We consider this proposal to be of utmost importance. Keynotes und Impulsbeiträge von Abgeordneten, Vertreterinnen und Vertretern der Mitgliedstaaten sowie Vertrauensdiensteanbietern beleuchteten grundlegende Aspekte des Kommissionsvorschlags. Hierbei wurden auch unterschiedliche Ansätze und Ideen deutlich. Der wichtigste Punkt aus unserer Sicht ist sicherlich die Stärkung der europäischen Souveränität. Darauf zielt die Verordnung ab und das begrüßen wir auch sehr. Was sozusagen einzelne spezifische Punkte angeht, ist für uns das Record Matching, also der Identitätsabgleich, ein besonders wichtiger Punkt und auch die Rolle der Vertrauensdienste. We are creating something new, a cornerstone for digitization of European Union. Basically, we need a tool that would allow every European citizen to go everywhere across Europe and to be able to prove own identity, to capacity to drive a car, or even, for example, surface the currently existing COVID pass, if needed. Because we need to provide those data and we need to provide the data wherever in Europe to be accepted seamlessly without hesitations. I mean, to create this framework, we really need to involve many stakeholders from all across Europe and to have open discussion to find a common solution that would work for everybody. In diesem Zusammenhang betonten die Teilnehmenden auch die Bedeutung qualifizierter Website-Zertifikate, kurz QVAX, für den europäischen Vertrauensraum und die Notwendigkeit, ihre Visualisierung obligatorisch zu machen. Der zweite Teil der Veranstaltung widmete sich der praktischen Umsetzung von Digital Identity Wallets in Europa. Mitgliedstaaten sollen sowohl Bürgerinnen und Bürgern als auch Unternehmen digitale Wallets zur Verfügung stellen. Damit soll die nationale digitale Identität verwaltet und diese mit persönlichen Nachweisen wie Führerscheinen, Abschlusszeugnissen oder Bankkonten verknüpft werden können. Wie hierfür Erfahrungen aus den Mitgliedstaaten und den sogenannten Large-Scale-Pilots, die grenzüberschreitende Anwendungen erproben sollen, genutzt werden können, wurde abschließend diskutiert. Die Digitalisierung, die Absicherung von Prozessen und die Bereitstellung von vertrauenswürdigen, sicheren digitalen Identitäten stehen im Zentrum der Strategie der Bundestagsgruppe. Insofern sind die Brüsseler Aktivitäten rund um die Revision der eIDAS-Verordnung für uns von zentraler und strategischer Bedeutung. Im Rahmen der Large-Scale-Pilots freuen wir uns sehr, dass wir in Deutschland als Ansprechpartner für die Partner aus Wirtschaft und Industrie fungieren können und darüber hinaus uns mit eigener Expertise einbringen können. Eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg der EU-ID-Wallet ist ein harmonisiertes Vorgehen. Das heißt, dass es uns gelingt, ein interoperables System aufzusetzen, das die grenzüberschreitende Identifizierung in allen Mitgliedstaaten ermöglicht. Der dritte European Digital Identity Roundtable hat gezeigt, wo sich Konsenslinien abzeichnen und wo noch Diskussionen zwischen den Beteiligten geführt werden müssen. Einigkeit herrschte darüber, dass mit dem Vorschlag der Kommission die Grundlagen geschaffen sind, an denen zügig weitergearbeitet werden muss, um möglichst bald sichere digitale Identitäten für die EU-Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung zu stellen. Der EDIR war dafür erneut ein hilfreiches Forum.